Tor, geh doch auf! Komm schon! Ah! Oh, ich hab's geschafft! Das ist mein Drachenei! Warte, Izzy? Wer war da drin? Moment mal. Ist es oh Gott, hallo? Ich mache schon Party. Du machst Party? Flo, was ist hier los? Warum bin ich ein Drache? Ich kann mich hin und her rollen. Ey, ich bin schon eine Stunde vor dir geschlüpft. Das ist eigentlich einfach, was aussieht. Warte mal, du bist eine Stunde vor mir geschlüpft? Ich kann nicht, ich komme ja gar nicht hoch. Ja, du Langschläfer. Was soll ich denn tun? Flo, das geht so tief runter. Okay, warte. Also, du musst dich hinstellen. Warte, machst du dich? Stell dich hier neben mich. Okay. Und jetzt? Dann... Nein! Komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Oh nein, ich fliege runter! Flo! Ich komme nicht hoch! Jetzt! Flieg hoch! Oh, endlich! Oh mein Gott! Was war das denn? Warte, da unten ist Feuer! Hat ihr gerade... Hast du Feuer gesprüht? Nö. Ich kann fliegen! Yes! Oh mein Gott, wir sind Babydrachen! Wie niedlich ist das denn? Ich habe richtig schöne Flügel. Du kannst durchgucken. Was kannst du? Hast du Feueratem? Ich weiß nicht. Habe ich irgendeine Drachenfähigkeit? Aber das geht noch nicht bei mir. Ich habe noch keine Fähigkeit. Ich glaube, ich muss sie noch erlernen. Oh. Oder? Oh mein Gott. Okay, lass mal landen. Ich kann langsam nicht mehr fliegen. Ich muss irgendwo. Yeah. Ah, komm schon, kann ich da drauf landen? Bitte, 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 bitte. Ja! Ach, geschafft. Irgendwie komme ich mir vor wie so ein Frosch, den man irgendwie auf den Boden geworfen hat. Ich höre das. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist ein großer Drache, oder? Was? Oh mein Gott, was? Ah, der frisst uns! Was macht der denn da? Der klemmt fest. Ha? Mama Drache, ist sie endlich geschlüpft? Lass dich mal ansehen. Warte, meint sie mich? Ist das unsere Mama? Ich meine... Ja. Ja, ich bin geschlüpft. Hier bin ich. Hallo. Warte, wo ist sie da oben? Fliegt sie über uns? Du siehst genauso aus wie dein Vater. Oh, danke. Das ist aber nicht sehr nett. Okay, was ist mit dem dritten Ei? Schlüpft es auch schon? Stimmt, war ein drittes Ei? Ja, da war noch ein drittes Ei. Deins war kaputt, meins jetzt auch. Und das dritte, das schlüpft, glaube ich, noch nicht. Nein, ich weiß nicht. Es klappt noch nicht. Dann zeige ich euch jetzt erstmal euer Zuhause. Aber bevor wir gehen, müsst ihr euch erst verwandeln. Unser neues Zuhause? Warte, was macht sie da? Hä? Irgendwas? Was? Was hat sie gemacht? Sie ist ein Drachenmensch geworden. Drachenmädchen? Ja, schau mal. Seht ihr? So erkennt niemand, dass wir Drachen sind und wir kommen überall rein. Du siehst immer raus wie ein Drache. Das ist immer... Versucht es auch mal. Ich denke, wahrscheinlich ist es eine Kostümparty. Warte und zack. Wow. Was? Oh mein Gott, wie süß wir aussehen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist unsere Mama. Das ist der Mama-Drache hier. Schau mal, Flo. Voll cool. Oha. Sehr schön. Kommt mit, ich zeige euch eure Zimmer. Können wir so auch fliegen? Denkst du, wir können auch so fliegen? Ja, wir haben ja Flügel, also. Wir haben Flügel, aber ich weiß nicht, ob wir die benutzen können, so als Menschenform. Müssen wir mal gucken, oder? Hier ist unser Haus. Hier wohnen wir, Flo. Ist ein Drachennest. Voll cool. Wo sind unsere Zimmer? Die Zimmer sind gleich dort vorne. Seht euch ruhig um. Wir treffen uns dann oben. Okay, bis dann, Drachenmama. Yes! Oh, das ist mein Zimmer. Das ist eindeutig. Hier kommst du nicht rein. Oh, wie süß ist das denn? Da ist ein kleiner grüner Babydrache. Oh, mein, schaut cool aus. Ich habe eine Gitarre. Hast du auch eine Gitarre? Ich habe eine Drachenfigur. Was? Und ein Schwein. Ja, ach, perfekt. Schinken ist auch mit dabei. Und ein Einhorn. Was ist das hier? Eine Schaukel? Warte mal. Komm ich da drauf? Ja. Ich kann die sogar schaukeln. Schau mal. Ja, ja, immer im Zimmer. Ich habe eine Schaukel in meinem Zimmer. Richtig cool. Ich komme mal zu dir rüber. Ich will dein Zimmer auch nochmal sehen. Ja, meins ist richtig cool. Hallo? Deins ist cool? Yeah. Boah. Gar nicht mal so schlecht. Du hast hier so eine coole Drachenfigur. Was machst du da? Okay. Hast du jetzt ein Bett? Nee, warte. Warst du vorher rosa? Hä? Du hast mir nicht mein Bett geklaut, oder? Nein, das würde ich nie tun. Du hast mir mein halbes Bett geklaut! Gib's wieder her! Flo, mach, dass du wegkommst. Das ist mein Bett. Das gehört dir nicht. Mein rosa Bett. Du kannst in deinem grünen schlafen. Du hast hier nichts verloren. Wenn du nochmal in mein Zimmer gehst, dann werde ich aber wütend. Ich guck's dir nur an. Ups. Ja, hier wohne ich nicht. Ich glaube, ich habe doch Drachenfähigkeiten.
die jetzt funktionieren. Oh mein Gott. Komm, wir gucken uns nochmal um, was wir hier noch haben in unserem Drachennest. Hier ist eine Küche. Und ein Schinken. Flo, Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten, sofort. Wo bist du? Schinken, in der Küche. Jemand hat mein Schwein gegrillt. Ich hoffe, das ist nicht mein echtes Schinken. Oh. Hier ist ein Badezimmer. Nee, die Küche ist unten. Oh. Die ist unten. Ich bin auch unten. Ich kann mir jetzt aber auch... Guck mal, wir haben sogar Fische hier. Ich wusste gar nicht, dass Drachen Fische haben bei sich zu Hause. Wo denn? Hä? Psst. Ja. Die finden mich nie. Nein, ich wollte den Schrank kaputt machen und ist wieder abgebaut. Oh Mann. Warte, was ist hier oben? Da schläft unsere Mama, glaube ich, wenn sie nicht gerade ein Drache ist. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Richtig nice. Rein? Die muss ja schon ein paar Übungen machen dann. Ah nee, die fliegt ja auch außen lang. Ja, ja, wenn wir fliegen. Ich glaube, hier drin sind wir so Drachenmenschen und draußen sind wir richtige Drachen. Sie kann sich auch da vorne. Zum Mensch machen. Ja, ist sie doch schon. Ha? Da seid ihr ja. Wie gefällt euch euer neues Zuhause? Ziemlich gut. Oh, guck mal den. Richtig cool. Ziemlich gut eigentlich sogar. Was machen wir jetzt? Was wollen wir machen? Wollen wir das spielen irgendwie? Guck mal, hier ist auch so ein kleiner Drache auf dem Boden. Ich guck mir gerade das an, das ist richtig faszinierend. Seid doch so gut und seht mal nach eurem Bruder. Er müsste auch bald schlüpfen. Ha? Bruder? Oh, guck mal. Ja, wir kriegen doch einen Bruder, Flo. Oh. Aus dem Ei bestimmt. Da oben ist ein Fenster offen. Können wir da hinfliegen? Ich glaube, wir müssen uns wieder verwandeln. Da geht's durch das Fenster. Woo. Gar kein Problem. Woo. Wie cool. Warte, hier irgendwo muss doch da vorne. Hier genau. Oh nee, das Ei ist noch Bruder nicht geschlüpft. Oder Schwester. Guck mal, der ist ein bisschen langsam. Ich glaube, das ist ein Nachzügler. Wollen wir wissen, wie es ein Bruder wird? Weiß nicht, vielleicht an der Eifarbe oder sowas? Stimmt. Obwohl, das wechselt so die Farbe irgendwie. So Regenbogenfarben die ganze Zeit. Richtig cool. Was wollen wir machen, Flo? Wir müssen irgendwas Cooles machen. Ich würde sagen, Das Königreich sprengen! Komm zu mir her. Wo bist du? Da oben? Beim Ei. Okay, ja. Was machen wir? Land mal. Landen, okay. Okay, komm genau hier hin. Ja. Und jetzt? Nein! Nein, Spaß. Ich kann nicht! Mann, Flo, ich bin doch noch nicht so geübt. Ah, jetzt. Lass doch zur Übung ein Wettrennen machen. Ein Wettrennen? Wettrennen vor allem. Wettfliegen vielleicht. Ja, wohin? Ja, wir. Warte, da oben ist eine Fahne. Siehst du die Fahne da oben? Nee, komm mal hoch hier. Komm mal hoch auf den Turm. Ja, hier oben. Siehst du die Fahne da hinten im Nebel? Sagst du? Ja, ja. Ah, die blaue, die höhere. Genau, die ganz oben. Bist du bereit? Okay, es geht los. Bist du ready? 3, 2, 1. Los! Schnell, schnell, schnell! Oh mein Gott! Ich bin safe schneller. Zur Fahne und wieder zurück, oder? Wo bist du? Oh. Schon, ich muss die Fahne einmal umrunden. Okay, ich hab es. Und jetzt zurück. Schnell! Wo ist er? Oder nee, runter. Nein, als ob du vor mir bist. Ich muss zuerst wieder zurück sein. Ich glaube, ich nehme den richtigen Weg. Und zack! Was? Wo kommst du her? Yes! Von der anderen Seite. Ich habe gewonnen. Boah, das ist kürzer. Mega cool. Warte, wo ist das Ei hin? Hä? Flo, das Ei ist weg. Hier war doch... Au! Hä? Das war doch gerade noch da. Geschlüpft ist es nicht. Sonst wären da ja Scherben. Doch. Easy, vielleicht sind nur die Beine geschlüpft. Ich glaube, jemand hat das geklaut. Stimmt. Das kann auch sein. Hä, hat jemand das Ei geklaut? Flo, wir müssen unseren Bruder finden, der wurde entführt. Ja, warte, da unten ist jemand! Guck mal, da unten auf der Straße, siehst du das? Ich sehe ihn, verfolge ihn. Ja, ich hab's gesehen, der ist hier reingelaufen in ein Haus. Warte, da kommt er wieder raus. Hä, wohnen hier überhaupt Leute oder nur Drachen? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir alle Leute vertrieben, aber da ist halt jemand. Die Frage ist, wo ist er jetzt hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da vorne, ich sehe ihn. Da unten ist er, in der Stadt. Er läuft da irgendwo rein in so ein Haus. Stehen bleiben. Oh, oh. Wo ist er? Vorne ist er ins Haus gelaufen. Leute, wo ist er hin? Seht ihr ihn irgendwo? Wir müssen ihn finden, er hat bestimmt das Ei geklaut. Da vorne auf dem Dach ist er. Komm, schnell. Auf dem Marktplatz landen. Ich sehe ihn. Und zack, da bin ich. Wo ist er? Ich hab ihn, Flo. Okay, du kommst von hinten. Yes. Super, wir haben ihn, wir haben dich umzingelt. Mit unseren Drachenfähigkeiten. Was hast du getan? Ja, ich habe das Ei genommen, aber ich habe es gerade verkauft. Bitte tut mir nichts. Warte, was? Du hast unseren Bruder verkauft? Nein. An wen denn? Es war der König. Er hat es als Ei für seinen Thron gebraucht. Er brauchte Schmuck. Er hat es. Was hast du getan? Schnell, wir holen ihn. Wir müssen ihn töten. Ich hab auch eine Fähigkeit. Wir müssen das Ei finden. Schnell, komm.
Ich glaube, ich bin ein Donnerdrache. Warte. Du bist ein Donnerdrache? Ja. Wow. Komm, wir müssen unseren Bruder finden. Wir müssen den König Wo finden. Wo exakt? Irgendwo im Thronsaal. Wir müssen den Thronsaal finden. Der Thronsaal ist doch wahrscheinlich im größten Gebäude, wenn man mal ehrlich ist, oder? Von so einer Burg? Ja. Seh dich da gerade. Schau mal irgendwo. Hier vorne ist der größte Burg überhaupt. Hier muss es irgendwo sein, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Hast du's? Ja, bist du in einem Turm. Flieg hier gerade lang? Ich flieg gerade rum um den Turm. Ja, ich auch. Hier soll das sein. Warte, da vorne sind Wachen. Siehst du das? Ja, guck mal. Die haben uns gesehen. Die wollen uns doch angreifen. Komm, wir müssen die holen. Drachenfähigkeiten. Wir kriegen die. Oh mein Gott. Komm schon. Ja, wir haben sie. Hier ist der Thron. Sei schnell rein. Da sind wir. Ah, ich habe meinen Kopf am Kronleuchter gestoßen. Warte, hier ist der König. König, da sind wir. Wir wollen das. Da vorne ist es. Guck mal. Da ist das Ei mit unserem Bruder. Das kann doch nicht wahr sein. Wer seid ihr? Wonach begehrt es euch? Wir wollen das Ei wieder haben, das sie uns geklaut haben. Beziehungsweise der Dieb hat es uns geklaut. Das Ei? Ich hielt es für ein Schmuckstück. Ist es das denn nicht? Nein, das ist unser Bruder, der schlüpft noch. Wir sind Drachen. Sehen Sie das denn nicht? Hier, unsere Flügel. Wir können sogar fliegen. Sehen Sie? Yeah. Ist, nun, wenn es euer Bruder ist, dann sollt ihr ihn haben. Los, holt ihn euch. Es könnte Falle sein. Wie kommen wir denn da hoch? Nein, glaube ich nicht. Wir müssen da irgendwie... Sicher? Oh, weiß nicht. Wie wollen wir das Ei transportieren, Flo? Warte. Herr, warte, es geht kaputt. Was? Siehst du das? Das Ei zerbricht. Er schlüpft. Unser Bruder schlüpft. Hä? Der hat das Gold vom Thron kaputt gemacht. Was? Er ist raus. Herr, wo ist er denn? Er ist rein. Ah! Eine Ratte. Nein, warte, was? Er hat noch keine Flügel, er ist noch ein Baby. Oh, ist der süß. Oh mein Gott, wir haben einen Babydrachen. Eine Babyratte. Ein Babyrattendrachen. Voll cool. Richtig, richtig niedlich. Hallo, kleiner Babydrachen. Pass auf, da draußen sind Wachen. Die greifen dich sonst an. Du darfst nicht zu nahe gehen. Geht's dir gut? Ist alles klar bei dir? Ich glaube, du verstehst. Ihr kennt sich gar nicht aus. Hallo, seid ihr meine Eltern? Ja, nein, eigentlich sind wir deine Geschwister, nicht deine Eltern. Aber ja, alles klar. Richtig süß. Leute, ich würde sagen, das war's dann hier von Minecraft Spielen als Babydrachen. Wie gesagt, immer ein Like da lassen auf den Videos. Schaut im EasyMouse.shop vorbei. Da gibt's ein brandneues, richtig süßes Design. Und schaut gerne bei Flo vorbei. Oh, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Nein, er greift unseren Bruder an. Macht, dass er weggeht. Ah, holy. Hilfe. Genau, Leute, EasyMouse.shop. Wir müssen hier nochmal kurz die ganzen Wachen hier, die uns angreifen, töten. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Und das war's. Wir sehen uns bis dahin. Allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta!